Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Metro Exodus. Draußen ist irgendwas. Ja, da ist was. Wir gehen aber in die andere Richtung. Zu den Ghulen. Kaninchen. Ghul. Können wir uns die einfach von hinten killen? Der checkt nicht so sonderlich, dass ich da bin. Versuchen wir mal von hinten zu erwischen. Das ist ganz grün. Das ist ja eklig. Hallo. Oh. Hey. Aber am Tag sieht man, glaube ich, die Messer besser. Ich habe die gerade sehr gut im Boden gesehen. Ich konnte die von hinten nicht messern oder schlagen. Das ist ja doof. Das war ein ganz normaler Gegner. Menschenähnlich, finde ich. Schlafen die am Tag? Dann gelten die als Tiere, oder? Okay, ich hab sie geweckt. Nachladen. Macht ja richtig viel Schaden. Der steht hinter mir, der weiter. Ich hab nichts mehr. Scheißendreck. Jetzt habe ich auch Alarm gemacht, aber sowas von Alarm. Die Druckgewehr ist da doch ein bisschen leiser. Macht aber kaum Schaden, ey. Achso, muss ich auch aufpumpen. Ey, wer, es lohnt sich nicht, das, was ich ja gerade gemacht habe. Ich glaube, mir hat irgendwie die Waffe gefehlt, die Pistole. Da ist immer noch was. Hinter uns ist noch einer da. Aber lassen wir uns mal. Den lassen wir mal da, wo er ist. Ja, ist ja gut. Ich weiß, hier ist alles Seuche und so. Arbeite doch schon dran. Ah. Alter, hier ist es echt so. Nee, wird's nicht besser. Ist wieder sauber. Ah, wir sind hinter der Tankstelle, da geht's gleich weiter. Überall Feinde und Sachen und frag mich nicht, ey. Das ist ja schon wieder so ein Bötchen, da will ich auch nicht hin. Ups.
Als wäre das geil, jetzt mit einer fetten, saftigen Hure rumzumachen. Wenn du meinst. Jeder Anfänger könnte. Genau, jeder Anfänger könnte von hinten kommen und dich töten. Leere Kiste. Ich heil mich mal. Was ist einer mit der dicken Rüstung? Und was ist da sonst noch? Nur die Leichen? Sind auch noch diese verfickten Mutanten. Ich fuhr also mit dem Boot in den Hauptraum und dann warfen die Wichser mit Scheiß und schrien herum. Und als ich mich anfuhr, die Jungs müssten bald da sein. Na, Fusel. Was? Hey. Oh, brennen gut. Hierher! Er ist hier! Ich glaube, das waren alle. Ich wollte es mal testen. Molly brennt gut. Gegen Menschen. Falls aber noch einer unten ist, gehen wir jetzt mal da rein und gucken. Dann haben wir die Tankstelle gesichert. Ist verschlossen. Aber von innen zu. Da müssen wir gleich wieder Rätselraten spielen, wie wir reinkommen. Hier rüber vielleicht. Okay. Dann nehme ich mal die Druckluftpistole. Irgendwas läuft schon wieder draußen rum, ne? Oh, eine verwitterte Notiz, ich kann sie nicht lesen. Der ist richtig sogar schwarz geworden. Ich habe hier eigentlich auf mehr Gegenwehr gehofft, aber... Ja gut, so, haben wir es gekillt, haben wir alles tot. So, nee, Fernglas wollte ich nicht. Das ist das große X. Große X ist große Mission. Das ist dann das da. Ah, shit, 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 shit. Ist da ein Boot vielleicht? Da geht's wieder zurück. Ah, ich weiß. Scheiße. Ich will jetzt nicht die Mission beginnen. Ich will eigentlich, bevor du Gesicht hast, ich weiß. Ich will dahinter gehen eigentlich.
das Terminal. Wir haben jetzt das Schleppschiff. Ja, wir müssen zum Terminal, aber wie komme ich da hin? Hm, da ist ein Boot. Da ist ein Vieh. Geh mal ins Wasser, genau. Versuch die mal nicht zu töten. Schnell ins Haus rein. Tür ist zu, hier sind wir safe. So. Schöne Jacke. Jetzt haben wir da schon wieder was verbraucht. Da kostet mir zu viel Wissenschaft. Wurfwaffen. Das sieht ja aus, ey. Zusätzliche Riemen und Taschen für Wurfwaffen ermöglichen es dem Träger, die Anzahl der tragenden Granaten, Messer zu verdoppeln. Ach, ich hätte beides eigentlich gerne. Tja. Ich bleib mal bei der Munition. Munition ist ja unsere Währung hier quasi. Und dann stellen wir da nochmal eins wieder her. Filter. Und schon können wir nichts mehr machen, außer ein bisschen die Waffen reinigen. Obwohl, warte mal, mir fällt gerade ein, wir brauchen Munition. Wie ihmchen. Oh, 100 Schuss, genau. Dann macht es jetzt auch Sinn, diese Waffe zu reinigen. Ah, oh, hier ist auch was. Schön. Schlafen oder weiter? Ich würde sagen weiter. Schlafen können wir, wenn wir tot sind. Ich wollte eigentlich mal auf die Karte gucken. Versuchen wir mit dem Paddelbötchen da weiterzukommen. Und hoffen, dass das nicht die Mission ist. Weil das da, wo es leuchtet, sieht es schon einladend aus. Ich glaube, da müssen wir hin. Das ist wieder ein Gebiet von den Fischheinis. Machen die hier ihre Opfergaben? Ist das Säure? Das qualmt da so komisch. Ne, ist einfach nur moosiges, dreckiges Wasser. Und das ist Wasser, was von oben runter tröpfelt. Ich habe trotzdem kein gutes Gefühl. Ist das die Dresine? Oh, cool. Oder diese Mutantenviecher. Coole sind es ja bei Fallout. Aber erinnern schon so daran. Wo ist das? Ist der Waggon? Nee, es ist Dresine wahrscheinlich, ne? Das, was ich da noch höre, ist groß. Ich geb mal kurz auf die Karte. Scheiße, das Fragezeichen davor habe ich verpasst. Was haben wir jetzt gemacht? Es ist ein riesengroßes Areal. Ja.
Das riesige Vieh ist auch hier. Wo sind die Mutanten hin? Hier leuchtet hier alles, ey. Wow! Falle! Also doof scheinen die denn doch nicht zu sein. Wie ich vermutet habe. Also entweder habe ich sie beim Schlafen gestört, was ich nicht glaube. Der wollte gerade was aufheben zum Werfen oder was? Muss mal kurz pumpen. Immer noch pumpen? Ja. Pumpe ich mir ja einen zurecht. Sie haben mal Menschen gelebt wahrscheinlich, ja? Ah, hier ist der Schlüssel. Ah! Das Spielzeugzimmer. Nachtsichtgerät. Jawoll! Und ausschalten. Da tut ja an den Augen weh. Ein Funkgerät. Ich habe eigentlich noch nach mehr erhofft. Ah ja, hier. Aber so viel ist es dann auch nicht. Sammelt sich hauptsächlich im Sediment und im Folge ist die Bodenfauna am stärksten betroffen. Der aktive Überträger bewirkt ausgeprägte Pathologien, bei denen Jungtiere der Der Kettfischnachwuchs im Testbecken hat jedoch nicht nur völlig unbeschadet überlebt, sondern völlig unerwartet die Kontrollgruppe in Sachen Wachstum um mindestens das Vierfache überholt. Der Überträger scheint sich auf Meeresfischarten nicht allzu sehr auszuwirken. Die Jungtiere der Barsche und Rotaugen weisen eine marginale Steigerung des Wachstums, aber keine negativen Nebenwirkungen auf. Okay. Dass der wohl groß gewachsen ist, das wissen wir auch. So, hier ist ein Friedhof. Leichenplündern? Aber die würden wahrscheinlich nichts haben, weil die ja nicht an Technologie glauben. Hm. Und trotzdem was da. Ach ja, mal überall mal gucken. Überall liegt noch eine Leiche. So. Taschenlampe ist mir eigentlich lieber, statt das Nachtsichtgerät. Achso, ich kann es N absetzen. Na gut, ich lasse es erstmal drauf. Gegen Menschen könnte es mir einen Vorteil bringen in der Nacht. Komme ich da hinten drauf? Nee, ist mir zu risikoreich. Nee, stürzt das ein. Die Zeichen. Achso, hier ist die Tür. Von innen zu, okay. Dann gehen wir mal hier wieder raus und gehen die andere Richtung lang. Geht's noch höher? Hier liegt einer. Die
dieser Fisch, da brauche ich ein MG, eine Harpune oder so. MG-Harpune. Harpun-MG. Oh, schau an. Ich gucke mir erst trotzdem das hier an. Ah, hier ist noch eine Leiche. Da hinten müssen wir hin. Läuft, läuft, läuft. Ah. Du Drecksvieh. Nee, hier kommen wir nicht weiter. Ah, das ist einer von den größeren, die halten mehr aus. Oh! Eine Pistole mit Trommelmagazin. Ich baue die mal ab, aber mit Schalldämpfer könnte das echt lustig werden, so. Oder vielleicht können wir den Catfish mit irgendwas, wir wurden gesichtet, mit irgendwas von oben erschlagen. Das wäre toll. Und das darf nicht einkrachen, ey, wenn wir ins Wasser fallen. Oh, yes. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Heinrich, weiter, 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 dieser Drecksfisch. Drecksfisch. Alter, was macht dieser Drecksfisch? Ey, raus da. Toll, jetzt sind wir genau da, wo die Mutanten gerade hingekrabbelt sind, ne? Dieses Drecksschiff, Vieh meine ich, Schiff. Alter, cool, dass hier aber immer überall Sachen liegen. Aber das ist auch nur, weil dieses Riesenfischvieh gleich uns tötet. Oder wir es töten müssen. Bitte kommen, Artyom! Kannst du mich hören? Bitte. Oh nein! Das war... Ach, scheiße, ich wollte nicht den Molly für dich verbrauchen. Oh, sorry. Das war echt Verschwendung. Ich wollte ihn einfach messern. Oh, wir sind diese ekligen Kackpflanzen drauf. Mit Tentakel. Pennt der? Kifft der? Versuche ihn nochmal zu Nahkampf zu töten. Geht nicht. Ah!
Hinter mir, scheiße. So. Pumpen. Schade, dass man diese Munition nicht mal einsammeln kann oder so. Naja gut, dann müsste es ja echt raus operieren. Oh, ich habe meine Messer wieder. Ah, es ist einfach zu stark und es kommt immer mehr. Wo muss ich lang? Hat mich gesehen, ne? Das ist... Oh, ein Schuss hat gesessen. Alter! Ist nicht so laut, das, aber Menschen halten, glaube ich, mehr aus, ne? Apropos Menschen, hier liegen ein paar. Hier liegt alles. Ist das Futter von den Ghoulen, / Mutanten, oder ist das Futter für den Catfish? Komm ich da hoch? Ah, unten ist er. Die wachsen hier überall, diese Viehdrecksdinger. Sogar auf den Lebensformen. Auf den Ghoulen oder Menschen. Was es mal früher war. Können wir mit I nochmal neue Munition herstellen? Da brauchen wir echt noch ein paar Schuss, du. Nicht, ja, Marc. Aber nee, ich muss runter. Ich will nicht runter. Ah, er schreit schon wieder nach Falle, ey. Ja. Nein! Oh, ich wollte keinen neuen Filter machen, ich wollte einfach genau nachladen. Na, kommen gleich noch mehr. Oh, schnell raus hier. Ach, das klingt oben auch nicht besser. Wow! Schnell hoch! Drecks-Catfish! Das Schlimme wird nur sein, wenn ich das Vieh töten werde, dann werden die mich hassen, diese Fischanbeter. Schon so wackelig aus. Geronimo! Oh, hier liegt wieder. Danke! Ups, nicht getroffen. Zack's zusammen. Gut.
weiß nicht, mit was ich gegen diesen Catfish kämpfen soll. Bohrbomben? Ich töte sie lieber, wenn sie sich nicht so richtig bewegen. Mir fällt auch gerade ein, dass wenn ich auf die Schwierigkeit hochgestellt habe, dass wahrscheinlich auch dann der Boss schwieriger ist. Weiß nicht, ob das so klug war. Nee, da oben geht's nicht weiter. Was ist überhaupt nochmal mein Ziel? Ich muss zu diesem, das Fragezeichen ist auch schon weg, das haben wir dann doch erkundet. Zu dem Waggon. Den müsste ich drehen, ne? Ey, ich sag nicht, ich habe irgendwo einen Schalter übersehen. Ich muss ja wieder runter. Oh, da muss ich nicht hin. Nö. Warte mal, ruhig. Ah, ich huste. Scheiße. Alles gut. Komm wieder hoch. Ja, können wir lang. Ja, warte, ich setze die Maske auf. Doch die Zeit, 3 Minuten haben wir noch. Aber ich habe keine Zeit für euch. Mein Filter ist nicht mehr so gut. Das ist jetzt ganz doof. Das ist noch beschissener. Alter, der frisst diese Ghule. Oder... whatever. Der müsste da voll gefuttert sein. Ja, Anna. Bitte komm, Atjom. Atjom. Atjom, alles klar? Ja, ich lebe noch. Wir müssen diesen Schrott hier eigentlich nur drehen. Ja, definitiv. Das ist nicht gut. So, Dienerin. Oh, 79. Altersschwäche. Pitor, oder wie man es sagt, aussprechen mag, 60 Jahre Pilzvergiftung. Mikael. Mangelnder Glaube. Ein Dämon, der Elektrizität hat hinten erlangen. Also diese Stromanomalien. Da nochmal, 31. Und... warte mal. Entschuldigung. Oh, ich glaube, mir geht's auch langsam nicht so gut, ey. Oh, ich nehme das gerade am Wochenende auf, ey. Ich hoffe, dass ich arbeiten kann nächste Woche. Naja, und ich muss ja noch weitere Folgen aufnehmen. Hehe, für euch. So, da ist ein Hebel, da ziehen wir mal dran. Metro 34. Das ist eine Glocke. Kann ich nichts machen? Nee. Läutet nicht mal. Ich dachte, dass wir den Catfish platt machen müssen. Aber scheint, dass er vollgefuttert ist. Dass er keine Lust mehr mit uns hat, irgendwie was zu machen. Gut. Tschu-tschu.
fahren wir Eisenbahn. Ja, oder Dresine, eine elektrische. Na, ist die Sicherung? Mhm. Jo. So, WS zum Fahren, leer zum Sitzen in die... Ah, okay. Tschu-tschu! Zielicht? Oh, nee. Taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka. Tschu-tschu! Oh, mit Kassettendeck. Sieht aber nett aus. Oh, Teekessel, Lampe, was will man mehr? Finde ich cool. Wir hätten mal kontrollieren sollen, ob die Bahn frei ist. Ich fahre jetzt einfach mal. Ich habe eher gerade Angst um die Anomalie. Und das ist jetzt scheiße. Da geht's nicht weiter. Ja, wir brennen. Super. Das ist ein bisschen scheiße gelaufen. Hm. Tja, da müssen wir irgendwo eine Weiche stellen, ne? Irgendwo habe ich eine Weiche vergessen. So, dann, oh, hier war ich gar nicht drin, ne? Das war, oh. Gut, dass ich hier noch lang gegangen bin. Hebel haben wir umgesetzt. Wo komme ich jetzt nicht mehr durch? Muss ich hier nochmal umsetzen? Nö. Achso, Schwenktür. Ja. Ich würde sagen, das Video wird eh schon wieder ein bisschen zu lang. Oh, hier liegt noch eine Leiche. Zack. So, wir machen nochmal einen Break und ich würde sagen, nächstes Mal geht's weiter. Und müssen die Weiche finden. Die Weiche des Grauens oder so. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten pumpe ich erstmal ein bisschen weiter hier. Und wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.